du nehmen? Würdest du lieber wollen Fluch, also Brennimmunität und Schockimmunität und Gefrierimmunität und einen magischen Schaden oder lieber 5 Widerstand und Das 5 hier, Alter, Ausweichen? die Assassinen, nimm die. Besser. Du hast einen Elite-Hinterhalt auch noch. Was ist denn das? Das ist Was ich geil. glaube ich zweimal dran darf oder so. Ah, Und jetzt jetzt schon kommt wieder wieder der, der Mann. Loser. Der ist doch eh schlecht. Der ist doch Ja, aber eh der schlecht. verlammt deine Waffen oder sowas. Bei dem muss man nicht mal Armor abmachen, Alter. Direkt drauf. Direkt drauf auf den Loser. Denkt da, ah, der wäre gut. Ich freeze den nicht. So, der ist nicht immun gegen Bluten, ne? Ja, es geht auch noch perfekt, Alter. Blute, du Arsch. Blut macht sogar Schaden. Bluten macht, glaube ich, Übel. 16 Es oder so. macht seltener hoher Schaden. Ja, es macht immer 16 oder sowas. Bluten ist richtig geil. Wenn er jetzt noch gefroren Hier. ist, ja, tschüss, du Affe. Der hat ja gar keine Chance mehr. Du hast keine Chance mehr. Der macht auch keinen Schaden eigentlich. 9 macht uns nicht mehr so viel aus. Hier mal jetzt 50. Doch nicht. Ah, natürlich ausweichen. Komm nur her, du, ey, sozialer Wichser. Immun, natürlich. Ah, siehst du, der hat 16 Blutung bekommen. Der Er hat seine Loser. Monatsblutung bekommen und jetzt hat er nichts mehr. Jetzt ist morgen nichts mehr für ihn. Ja, genau. Ja, Dietrich hat er, was hat er bei dir verbrannt? Dietrich Irgendeine mit der. Rüstung? Hey, aber ich glaube, die ich nicht trage. Das war ein Helm. Und mein Helm ist noch an. Ich glaube, da tut man nur bei Inventarsachen zerstört. Ja, der hat bei mir Und nicht. Dietrich hier zerstört. Ja, die kriegt es eben nur 50 wert oder so. Ne, ich glaube, Ist jetzt. Dietriche sind eh nicht krank, oder? Nee, ist auch nicht viel wert. Was sagst du zu 5 Minuten Terrine? Geil. Aber Gulaschsuppe habe ich noch nie gegessen. Das ist übelst geil. Muss mal probieren. Alter, die schon 1000. Gruppenheilung, ja, ne? Eigentlich schon. Ja. Mit dem ganzen Geld könnte man mal wieder den kaufen, ne? Gottespartner. Ja, brauchen wir auch. Ja, schon die Truhe. Lecker. Lecker. Und jetzt kommt gleich dieses Immo, keine Ahnung, wie der Typ hieß. Nö, kam noch nicht. Questgegenstand. Portalschriftrolle. Ah, eigentlich hätte ich es lieber der Healerin geben sollen, ja, gar nicht. Ja, toll, was war in der Schatztruhe drin? Gar nichts. Nö, eigentlich nur die Questgegenstände halt. Aber wir können gleich eh wieder ganz viel Gottesbad kaufen. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Wo müssen wir denn hin? Gehe nach Fer. Wir müssen wieder zurück nach Hasta. Ah, warte, wir können uns wieder zurück teleportieren, ne? Nur so, weil ich habe doch Ding. Schriftrolle. Das gebe ich jetzt der Healerin, warte. Muss man nicht laufen, oder? Hey, bei mir wird es Würdest nicht mal du. angezeigt. Jawohl. Hammer. Finde Was ich wird dir geil vom angezeigt? Spiel wieder mal. Was denn? Ne, bei mir wird es nicht angezeigt, wo wir hin müssen. Nach oben, nach Hasta. Ja, Also weiche ich. jeden nicht perfekten Angriff aus. Ja, geht eigentlich, weil ich treffe fast immer perfekt irgendwie mittlerweile. So. Tschüss. Und jetzt der noch. Der hat 90%. Ah, einmal nicht, ja, natürlich. Wie viel Prozent Chance hast du denn? 66. Was denn 66 und die? ich treffe. Alter, ich glaube, wir können gleich so viel kaufen. Gottesbad wird voll gekauft, oder? So, Zug beenden. Bleib einfach dort oder geh auf den Fleck, wo der Holzfäller ist. Ich mach dann gleich Teleport. Ey, gib mir mal deinen. Mein was? Wollen wir nicht zum Jahrmarkt? Nee. Kann man auch dann mal. Ist ja scheißegal, wann. Gib mal dein Jahrmarktsticket. Kann ich doch gar nicht mehr. Ja, jetzt lohnt sich das doch eh nicht mehr. Du kannst doch eh nicht mehr laufen. Ah, doch, Jetzt jetzt. doch, kann ich, gib her. Ich will dahin. Ich lauf dahin, Alter.
Ich glaube, oder warte mal, ich glaube sogar, das ist doch Glück, ne? Wie viel Glück hast du eigentlich? 65. Echt? Ja. Okay, ich glaube, das meiste von euch. Ich glaube nicht mal, ja, Mag-Ticket sehe ich da. Ah, doch, da. Waffenhändler, geil. Der hat auch so ein Eisschwert. Gefrorener großer Hammer, 32 körperlicher Schaden. Natürlich Abzocke, jetzt kommt ein gefrorener Hammer. Fuck, der das ist ein geile Waffe, ich habe eine bessere. Gib mir mal dein Geld. Wie denn, Junge? Gib mir dein Geld. Wie soll denn das gehen? Kann ich mich das ist eine bessere Waffe, okay, die will ich haben. Wie das ist eine einhändige. Die? 200 oder, nee, 300, glaube ich. Die ist 1000. Hey, lol, ja. Dein Ding habe ich für 400 gekauft, das wie ich sehe. Das kostet Drachenklinge, 28 macht die. Hey, warum ist denn die gewöhnlich? Was ist denn da der Unterschied? Ich check es nicht. Okay. Wahrscheinlich, weil mein Flammen, weil ich Flammenschaden noch mache. Aber die Drachenklinge würde ich trotzdem wollen. Ich glaub, wegen Blutung. Willst du die Eis. Was? Willst du nicht den Eishammer für den? Nein, der Eishammer. Ich wegen plus gib mal die Waffe 1 her. Jetzt, wegen plus 1 will ich jetzt nicht Ding machen. 400 ausgeben. Na, gib mal die Waffe her, bitte. Nö, die habe ich jetzt verkauft. Du Loser. Die habe ich verkauft. So, wir müssen nach Hasta hier. So. Betreten. Warte mal. Kann ich die Quest abgeben? Ah, du hast Dämonenglut mitgebracht, wie ich es mir dachte. Damit lässt sich das Luftschiff hervorragend antreiben. Es ist alles bereit für deinen Flug nach Harazuel. Bereite dich unbedingt auf eine große Schlacht vor. Dein Vexor wird es dir nicht leicht machen. Ganz Farol verlässt sich auf dich. Du hast die Tapferkeit der Helden Farols falsch eingeschätzt, Vexor. Jetzt kommen die Mächtigsten unter uns, um dich zu besiegen. Nö, lass sie kommen, die Neumus, dem höchsten Gott. Hast du noch Helden schon im Vergleich zu der göttlichen Macht des Chaos? Ja, das musst du feierlich. Vielleicht möchtest du den begrabenen Tempel erkunden. Du könntest dort etwas Hilfreiches finden. Viele mächtige Artefakte befinden sich in dieser Hallen. Ich werde dir den Weg freigeben. Schließe diese Ziele in... Okay, bla bla bla. Okay, dann kommen wir ins nächste Kapitel oder was? Säubere begrabene Tempel im Reich der verdorrte Öde. Ah, sie ist ja für den König, das glaube ich die letzte. Das ist das letzte Teil-Kapitel. Das war der Endboss. Harazuel im Reich der Ozean, ich weiß. Das ist der Endboss, ja, glaube ich, dieser Tempel. Okay. Alter, wir haben es dann ja schon fast, gell? Naja, haben wir auch. Geil, Alter. Denkst du so, ja, endlich dieses Kackspiel nicht mehr? Das bockt schon, aber ich habe keinen Bock, immer wieder alles neu zu machen. Müssen wir jetzt zum Ballon oder? Kaufen. Wir müssen nach oben. Achso, mit dem Ballon kommen wir zum Harazuel. Nein, wir müssen nicht den Ballon nehmen, hä? Hä, doch, mit dem Ballon kommen wir zum Harazuel. Wir sollen aber erstmal diesen Tempel da machen. Das ist optional. Wie optional? Steht doch da. Ja, optional. Wir sollen diesen Tempel machen und dann die Haupt- und dann den Gegner. Wir können ja nicht nur den Gegner. Wir können ja nicht nur den Gegner machen, wenn das auch als Hauptquest gezeigt wird. Ja, aber es ist trotzdem optional. Ja, wir machen das, du Loser. Wahrscheinlich, damit wir irgendwie kranker gegen den Boss sind. Ist ja nicht so, dass wir schon krank genug sind. Ja, machen wir uns auch kranker. Kein Problem. Sollen wir bestimmt auch. Der Boss ist bestimmt sau krank. Ah, jetzt kommt wieder das mit Vulkan, ne? Eigentlich würde ich sogar auf Jahrmarkt scheißen, oder? Jetzt müssen wir einen ganzen Zug nochmal auf dich warten. Was soll ich machen? Gold braucht man nicht. Obwohl, wir könnten uns halt damit Saufi kaufen. Nächstes Level 12. Nee, brauche ich eh nicht. Lohnt sich nicht. Volle Gruppenheilung. Ich würde das machen. Nee, Gegenstand erhalten. Plus 400 Gold. Nee, ist kacke. Das ist geil. Ja, mach das. Ja, 600 Gold.
Kann man ganz viel Gottesbad kaufen. Ja, dann warten wir jetzt alle hier noch. Halt euch einfach. Oder macht ihr meditiert halt einfach oder so. Nee, kauft ihr einfach Gottesbad oder sowas noch. Kann ich ja nicht. Du hast ja grad das Geld jetzt gerade. Du hast doch 185. Gottesbad. Gottesbad kostet 200. Okay, was könnt ihr kaufen? Nee, Gottesbad haben wir schon voll gekauft. Wir könnten aber dann nochmal Goldwurzeln kaufen für den Endboss. Das wäre vielleicht wichtig. Und wir könnten nochmal ein Ding kaufen. Ja, Goldwurzeln kosten eh schon 2 Stück 600. Von daher. Dann gehen. Ja. Dann kauft man noch 2x Goldwurzeln. Für den Endboss, würde ich sagen. Na, dann meditiere, oder? Und jetzt meditiere ich auch. Weil du kannst ja dann kaufen. Medizin kostet 200, muss ich kurz was verkaufen, warte. Oder du tradest mit dem Holzfäller. Ja, das mache ich, glaube ich, das dauert nicht so lange. Ja, dann meditiert der jetzt. Und du kaufst dann die 2 Goldwurzeln und. Ja. Ja, kaufst dann die 2 Goldwurzeln. Die bleibt mal hier liegen. Hier liegt. Ich habe nämlich eine Idee. Habe ich eine ist das eine Teleportationsschriftrolle? Identifikation, Vision. Egal, ich laufe einfach. Ich habe keine Teleportationsschriftrolle. Also ich laufe schon mal zum Tempel. Ich glaube, ich kann eh alle TP'en. Hoffe ich zumindest. Ich will sogar auf diesen Kohlerz da scheißen. Ach du Scheiße, kein Wunder. Okay. Soll ich einfach Feuerschaden nehmen und dann heile ich mich eh voll? Kannst du auch machen. Oder? Wir haben, da musst du aber Sachen verkaufen. Weil 2x Goldwurzel kostet Ding. Wow. Ja, ein LP. Wow, hat voll gejuckt. Der Typ ist schlecht. Was will der eigentlich von uns? Das hat mich richtig hart getroffen. Jetzt muss ich mich voll heilen. warte. Gibst du das Geld, dann kann ich schon mal die Sachen kaufen und dann laufe ich mit dem weiter. Muss ich dann hier stehen bleiben. Genau, dann gehe ich zur Statue oder so. Achso, nee, Statue können wir nicht. Ach, das ist die scheiß verfluchte Gegend, die geht mir so auf den Sack schon. Goldwurzel, hab mal das ganze Geld verballert und gibt dir Wurzeln, gell? Stimmt, wollen wir nicht zu diesem Hexenmeister-Vulkan? Dass wir den Bastard da töten? Nö. Der ist eh gleich in der Nähe. Doch, der ist gleich hier. Obwohl, der könnte vielleicht sogar was droppen, die droppen ja auch was. Der eine hat ja auch Stundenglas gedroppt, ne? Ja, der eine hat doch, glaube ich, auch ein geiles Schwert oder so gedroppt gehabt, oder? Nee, der hat Stundenglas gedroppt, der eine. Okay. Ich überlege gerade, wenn wir auf den gehen, sind wir dabei? Nö, sind wir nicht, dann muss ich außen herum hier. Okay, dann machen wir es so. Da musst du aber mitlaufen, ne? Wieso gehst du zur Mumie? Ja, wie soll ich denn sonst durch? Wir müssen ja irgendjemanden töten, da kann ich ja auch nicht durch. Oder warte mal, hier zurückziehen. Ich dachte, wir gehen da hoch zum Mumienlager und dann töten wir die. Ja, okay, dann mal zum Mumienlager. Aber da muss der Holzfäller nochmal zurücklaufen, ja. Toll. Wieso nicht? Doch, der kann da nicht mitkämpfen. Okay, der Holzfäller läuft einfach weiter. Der Holzfäller läuft einfach weiter, du. Läuft der hier hin. Ist ja schon auf der anderen Seite. Wir umsingeln den Spasti jetzt. Jetzt kommst du und machst Bam. Machst du. Warte, was? Wie hat Remco gemacht, wo er nochmal die Granate geschmissen hat? Bomb! Bomb! Da mach ich Bomb! Oh, die Nummer, ey. Ach, das sind die ekligen, hässlichen Viecher. Können die schlecht? Nee. Nö, aber die sind immun gegen Bluten. Aber gut ist, dass die gefroren werden können und so. Erstmal einmal Armor ab, würde ich sagen. Dass die keinen Schaden mehr machen. Bomb! Genau, ich habe ja kein Feuerschwert mehr. Okay, da bin ich mal gespannt, was kann das jetzt eigentlich? Das ist ja eine neue Waffe. Bomb! Das kann Bomb! Hoffentlich. So. Ah, ich kann Rüstung ignorieren, geil! Dann mach mal. Ah, guck mal, das ist sogar mein normaler Angriff. Rüstung ignorieren?
Ja, Rüstung ignoriert ist mein normaler Angriff. Okay, dann mach's. Macht halt. Ja, sonst mache ich nur 28 Damage. Hau raus, los. Los, jetzt, hallo. Rüstung ignorieren, ja, toll. Das ist eigentlich viel geiler, dann mache ich die. Hä? Was ist denn das für ein normaler Angriff? Der Standardangriff macht nur 28, ne? Normale. Und Rüstung ignorieren macht 37. Okay. Ja, dann mach ich immer diesen. Das war eigentlich immer diesen Rüstung ignorieren. Wieso ich auf den mittleren Grad gegangen bin. Das war so richtig unlogisch. Egal, dann machen wir wenigstens nicht so. Bomb! Dann mach mal Bomb. Tötest du den linken oder? Wie viel Schaden machst du? Den mittleren, glaube ich. Schaffst du den zu töten? Ja, Rüstung ignorieren. Und wie viel machst du dann? Gefroren 37 macht oder er. Gefroren. Aber du machst doch 37, oder? Jetzt mache ich 46, weil der gefroren okay, ist. Los, mach Bomb. Reset Bomb. Ja. Dann mach mal Bomb eine Runde, alle. Hä, wieso? Er hat doch gepasst. Hallo? Ich wollte auf den linken. Der linken macht doch die Magierin. Schafft die das überhaupt? Die hat doch, der hat doch 12 Widerstand. Schafft die. Die ist gefroren. Er ist gefroren, du schaffst die. Bomb. Wieso? Bomb. Alter, man kriegt hier Augenkrebs von diesem Nebel. Tschüss. Ja, Nebel ist ja richtig AIDS, oder? Ne, ist er ja auch. Der geht voll auf den Sack. Bomb. Ich bin der Level 10 geworden, Alter. Lecker. Ja, das ist viel besser als meine jetzige. Das ist meine jetzige einfach tausendmal kranker. Bomb. Ich habe jetzt 90 Vitalität, Alter. Lecker, 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 leckerli. Genau, lass da hin, oder? Ah, du bist nicht dabei. Du musst eins näher kommen, du Loser. Wollen wir nicht speichern so langsam? Wenn wir alle da vor denen sind. Doch. Können wir wirklich speichern. Oder wir machen einfach Bomb. Ich glaube sogar. Nee, ich glaube vor dem Speichern ist gut. Oder Bomb. Ich wäre auch für Bomb eigentlich. Lass speichern bei dem. Okay, wir speichern jetzt, weil wir cool sind. Speichern beenden. Weil so. Bomb und so. Ist oder wichtig, Bomb? Ne? Ich bin mit. Nee, wegen. Hä, the game crashed. Es ist.